Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs, wir spielen immer noch Dust in Elysian Tales. Muss ich kurz mal nachdenken in eine Sekunde. Das ist gar nicht Diablo 3, ne? Als Ersatz für Diablo 3, das ja schon leider wieder rum ist. Hörst du mal auf hier, mein Kabel nervt mich hier gerade. Wir haben das letzte Mal hier beim Händler aufgehört, der uns ein Angebot unterbreiten wollte. Und ich würde sagen, das gucken wir uns dann jetzt direkt auch mal an. That would depend on the offer. Ja, was hast du denn hier anzubieten? If I may be so bold, you are not prepared for the journey ahead. I, however, can offer assistance. Ich habe mir schon fast gedacht, dass wir noch zu lullig sind. Please, accept this blueprint as a gift. Should you find a blacksmith and the necessary materials, they may be able to craft the item for you. Okay. I can offer you materials as well, though I'm not entirely sure what materials this land deems of value. I am not from around here, as I'm sure you've guessed by now. Ja, ich hab mir schon gedacht, deine Augen leuchten und du siehst irgendwie drachenmäßig aus. Once you've sold me a new material type, I will be able to restock my store with it. As for your reward, I will pay you a bonus for the first new material you sell me. Okay. Ah, you'll buy them at a high price. I... Well, yes. Yes, I will. Yes. Thank you. Fidgets unglaubliche Ehrlichkeit, ja. Watch your back, my friend. Wird gemacht. Okay, das hat sogar Erfahrungspunkte gegeben und es hat eine Mission hinzugefügt. Ein neues Unternehmen. Schauen wir mal, was das ist. Ein mysteriöser Händler hat dich gebeten, dass du verschiedene Materialien findest und ihm verkaufst. Er wird dir für das erste Material jedes Typs, das du ihm verkaufst, einen Bonus geben. Wir können ja gleich schon mal direkt ein bisschen was verkaufen, glaube ich. I am here to serve. Das ist nett. Materialien, da. Ich möchte verkaufen. In den Verkaufsmodus wechseln. Mhm. Das habe ich nur einmal, aber das hat er auch schon. Das hat er noch nicht. Was ist denn das? Baumwolle, ja, kannst du einmal haben. Balls. Farbstoff. Jo, nimm auch. Garn zum Nähen. Koboldhaut. Die dünne, schmutzige Haut eines Kobolds. Hm, wie köstlich. Was ist das? Schrott, völlig nutzlos, schnell verkaufen. eine leere Glasflasche, vielseitig verwendbar. Das kennen wir ja schon von das ist bestimmt eine Anspielung auf Zelda hier. Was? Bestienleder, die dicke Haut einer kleinen Kreatur. Jo, nimm. Your transaction is most appreciated. Das freut mich. The materials you've sold me will be quite useful. I'll attempt to restock them as time goes on. Okay. I also share my stock with other merchants. With our help, you will save valuable time collecting rarer materials. Ach, dafür verlieren wir eine Menge Kohle, wenn wir das wahrscheinlich machen. Thank you. Ja, ist trotzdem nett. Watch your back, my friend. Ja, mach ich immer noch, mach ich immer noch. Okay. Bom, bom, bom. Oh, das war eine kurze Mission. Gut, ich würde sagen, wir legen auch direkt weiter. Oh, ne, mit A springt man. Ich habe immer das Bedürfnis, mit nach oben zu springen. Hier gibt's nix. Jetzt die Frage, gehen wir jetzt hier lang oder gehen wir oben lang? Ich guck erstmal oben. Wobei oben ist ja meistens immer der... Ne, braucht man auch so eine... Bam! Eine Bombe. Eine Bombe. Hui! Oh, ist das cool? Ist das mal cool, wie alles nach oben weht? Auch sein Tail. Süß. Einfach nur süß. Okay. Du hast eine Bombenfrucht entdeckt mit dem Stoppsturm. Kannst du... Ja, weg ist es. Okay. Irgendwas mit Stoppsturm. Oh, okay. Ah, alles klar. Wenn das eine Bombenfrucht ist und wir für diese komischen Türen Bombendinger brauchen, ne? Dann wisst ihr Bescheid. Zack. Wow. Und wieder ein Wall-Chicken und ein Schlüssel. Nice. So, und speichern wir mal. Ah, oh, hier sieht man sogar, dass das uns geheilt hat. Mit ganz vielen Einsen. Wie nett. Speichern wir auch gerade mal. Ja. Weiter geht's. Hier gibt es wieder eine Schatzkiste und eine Bombenfrucht. Hat man die auch. Gucken wir mal. Oh, holy shit. Ja, da sehen wir auch, es gibt Achievements, wie ihr seht. Okay, das war nice. Sehr effektiv. So muss man sich nicht selbst mit denen rumschlagen. Ja, tschüss. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich muss auch in meinen Staub reinsprühen. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Erstmal gucken, was es hier gibt. Alles klar. Da hätten wir wahrscheinlich die Bombenfrucht für gebraucht, die, mit der wir uns das Achievement organisiert haben, was auch nicht schlecht ist. Ich glaube, die wachsen nach.
Ja. Ah, Glück muss man haben. Komm hier. Oh, holy shit. Schnell, schnell, schnell. Oh. Da. Bam. Okay, geheimnisvolles Wandtum. Okay, was bist du denn? Schnell, hol das Ding. Was? Uah, da lebt noch einer. Oh, die wächst ja so schnell nach. Damit kann man einige kaputt hauen. What the fuck ist das? Grob geschätzt würde ich sagen, noch 4 Schlüssel. Wie viel haben wir denn? Natürlich nur 3. Das war irgendwie zu erwarten. Vielleicht finden wir da hinten noch einen in der Wand oder so. Mal gucken. Na komm. Ah, der Lichteffekt ist ja klasse. Bam! Okay, nee. Hier können wir noch nicht durch. Da braucht man wahrscheinlich wieder erst irgendeine Fähigkeit. Also man... Das ist bei diesen Spielen typisch, man muss meistens die Ortschaften danach nochmal erforschen, nachdem man neue Fähigkeiten gelernt hat und kommt dann an neue Orte. Muss man mögen, ich persönlich mag sowas, aber es muss einem nicht gefallen. Okay, also wir erinnern uns, komische Kiste unten, 4 Schlösser. Hier, und das ist auch noch. Ach, ist das cool. Flippt man hier durch die Luft. Oh, was bist du denn hier für einer? Nix ist. Schade, schon kaputt. Da habe ich es einmal hingekriegt, mal einen komischen Sprung aus der Luft da nach unten zu machen und dann sind sie schon alle tot. Hier, aber jetzt. Bam. Oh, weg, weg, weg. Mach mal den hier. Oh, sie ist out of energy. Das heißt, wir müssen erstmal wieder ein bisschen Nahkampf machen. Kein Problem. Kriegen wir alles hin. So, wir müssen weiter hier entlang. Guten Tag, du dickes Etwas. Aber mit so einem kommt man ganz gut klar. Okay. Da ist, glaube ich, auch schon sowas. Er scheint ja so eine Art Katze zu sein. Das sollte also eigentlich wirklich kein Problem sein. Oh. All right, I've got it. Wait, no. Ah, wups, na, so viel dazu. Having some trouble there? Mhm. Yeah, I don't know. I just can't get a good enough grip. Kein Grip hier. Aw, you're just trying to show off. That's sweet. Oh, Mann. Don't worry about it. I'm sure there's a way to get up there. We'll just come back later. Ja, machen wir. Da hat das Spiel jetzt einfach mal darauf hingewiesen, dass man sich da nicht sorgen muss. Finde ich nett. Viele Spiele machen das nämlich einfach nicht. Aber er sagt dir hier auch, gut, wundere dich nicht, du kannst hier erst später lang. Okay. Boah, bist du hässlich. Was ist das denn? Boah, scheiße. Okay. Das haut ganz doll. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal so ein Wall Chicken. Das ist das erste Mal, aber... Oh, das füllt auch ganz gut. Da muss man ein bisschen aufpassen bei den Dödeln. Hier sind wir Bambis, hier ist alles cool. Na? Alles cool bei euch? Sieht gut aus. Oh, okay. Looks like we're heading in the right direction. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen bewohnter aus hier. Be on your guard, Dust. I sense a powerful foe ahead of you. Wer hätte es gedacht, ne? Don't worry, Dust. I'll be behind you every step of the way. Way behind. Ja, gut. Danke, Fidget. Oh, what the fuck? Their persistence, I'll give them that. Much as I pity this corrupted beast, now might be a good time to demonstrate the parry technique. Ah, jetzt lernen wir, wie man pariert. Ich habe es zwar schon ein paar Mal gemacht, aber wir lernen es jetzt. To strike. Okay. Hau mich. Ah, ich darf einfach nichts machen. Anscheinend. Hey, you dazed it. Sie? Achso, die Kreatur. Attack and hold the button at the moment of the enemy strike, and you will parry their attack. Opening them up for a counterattack. Okay, soll ich das mal versuchen? Timing is crucial, and you must be facing your opponent. Timing, das ist das große Problem. And as you can see, a successful parry may also daze your opponent temporarily. Mhm. Now, put this beast out of its misery. Sehr gerne. Bam, 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 bam. Ich habe ziemlich viel verloren. Die scheinen irgendwie zu horten. Halte X gedrückt, um gegnerische Angriffe zu parieren. Einen Gegenangriff einzuleiten, reagiere direkt im Anschluss mit X oder Y. Man muss es gedrückt halten. Oh, ich bin mal gespannt, ob das was wird, ey. Ich und Konter, ne? Verspricht lustig zu werden. So, geht's hier jetzt weiter? Es sieht auf jeden Fall, hier sieht's, oh ja. I see somebody over there. Sieht aus wie eine Maus. Ask them if they've got anything to eat. Direkt drauf los, ja. We're in a bit of a hurry, Fidget. Don't worry, I'll feed you later. Ich geb dir später was zu essen. Hey, I'm not a pet.
But, I would appreciate that. Thanks. Drücke nach oben, um mit freundlich gesinnten Charakteren zu sprechen. Cora. Hallo, Cora. Oh, hello. You surprised me there. Don't get many travelers this far out of town. Das scheint doch ein Bär zu sein oder so. Sorry about that. Bären. It's nice to finally meet a friendly face. So we're getting closer to the village then? You mean Aurora Village? Yes, it's just beyond those fields to the east. And I think you might be just in time. Das klingt nicht so gut. The monster attacks down there have been getting worse. Right before you showed up, I'd swear I heard somebody shouting. She's right, Dust. I can hear somebody calling for help further down the path. Oh nein. Let's get going. Yes, please hurry. Be careful. Okay. Dann wollen wir mal helfen gehen, wa? Aber hat die Erfahrungspunkte gegeben. Oh, und Speichern gibt's auch noch. Das ist gut. Also wenn man stirbt, wandert man immer zurück an den letzten Speicherpunkt. Hä? Ja, Spielspeichern ist gut. Okay, wollen wir mal gucken, was hier los ist. Hier ist auch schon die Flagge, das heißt, wir sind am Ziel. Das sind eindeutig Häschen. Look! Please, help us! Ja. Ich bin doch schon hier. Was? Oh my fucking god. Look at the size of that thing. Ja, guck mal, was das für Arme hat, Mann. Don't worry. I think I can handle it. Exercise all you've learned, Dust. Mm. Send these foul creatures from this existence. Oh, es geht, geht das schon gleich los. Ich krieg gleich aufs Maul. Okay, ich glaube, wir werden diese Technik verfahren. Ich werde einfach immer hier oben, solange es geht, den Sturm machen. Oh, oh. Fidget, hier, den hier. Oh, wumms. Wumms. Fidget, mach doch. Das klappt ganz gut soweit. Und sieht auch irgendwie elegant aus. Yeah, da ist es auch hinüber. Einsammeln, einsammeln. Oh nein. No, wait. That's not all of them. Wie jetzt? Oh, wer hätte gedacht? Oh Gott, auch gleich zwei! Oh Scheiße. Okay, wir werden, glaube ich, einfach mit der Strategie weiter fortfahren. Oh, Fidget ist out of was auch immer das ist. Elektroenergie. Das klappt ganz gut. Ja, man hat hier auch noch so einen Kombozähler, den man hochhauen kann. Ich glaube, ich habe den bald auch. Ich glaube, 500 hatte ich den noch nie. Oh, es sind auch keine 500 geworden. Aber Level Up, das ist gut. Ich hoffe doch. Yeah, I think that's it. Well done, Dust. You have proven yourself a worthy soldier. Ja, normal. Bah, they weren't so tough. I could probably take on another 4 or 5 of them. You know, if I had to. Wenn das dabei wäre. Oh, thank you so much. Ach, kein Problem. What happened here? Das frage ich mich auch. I don't know. We were out here checking the fields when those giants attacked. We've been having a lot of problems with smaller beasts, but this is the first time a giant has ever come this close to the village. Then the first step of your journey is near its end, Dust. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, als hätten wir es erreicht. Just ahead. Ein. Yes, we arrived. That's great. But what now? Das wird sich noch zeigen. That has not yet been revealed to me. These people are safe, and that is what is important. Okay, Leute rennen. Will you two be all right? Yes, I just need a moment to rest. I'm not sure how you did it, but you took down 3 giants single-handedly. Not a problem. That's what we do. Bringing justice to the weak and defenseless. Hey, who are you calling weak? Gibt's hier noch irgendwie irgendwas? Nein? Kampfkunst. Ach ja, wir sind wieder aufgelevelt. Direkt, ich würde sagen, gleich wieder auf Nahkampf erstmal. So, dann quatschen wir mal noch mit den beiden hier. We're still a little shook up, but I think we'll be fine. Ich hoffe doch. I just need to sit here for a while. My leg still hurts. Mein Bein tut weh. You should get to safety when you can. I cleared out quite a few monsters on the way in.
But you never know when they'll be back. Ja. Did one of those monsters hurt you? Well, I mean, not exactly. This old lug twisted his ankle running away from those monsters. Nice of you to stick around to protect your poor old wife. I was running to get help. Selbstverständlich. Yeah, lots of help in the tool shed, I'm sure. What, you got a little army hiding in there? Maybe I should go. Ja, ich glaube auch, wir sollten die lieber alleine lassen. Oh no, please don't get the wrong idea. I still love my husband, even if he is a coward. Bah! Bah! Oh, by yourself. Süß. Also die Dialoge sind auf jeden Fall schön geschrieben, muss man echt sagen. Kann ich mit dem anderen auch noch reden? Nein? Gut, dann gehen wir doch mal ins Dorf. Das sieht doch auch schon nach Dorf aus. Oder Ministädtchen, weiß gar nicht. Wenn das mal nicht awesome aussieht, weiß ich auch nicht. Kapitel 1, Schicksal. Das war also gerade der Prolog. Dorf Aurora. Ja, das ist das Dorf. Okay, du hast eine neue Region entdeckt. Ja, dann wollen wir mal gucken, was es hier so gibt, nicht? Nö. Oha. Hold it right there. Oh Gott, was bist du denn für ein Specknacken? Are they gone? I don't hear anything. Ja, wir haben uns drum gekümmert. If you're referring to the giants, I took care of them. They're dead? Ja. Yep, thoroughly expired. They were no match for us. There's an older couple back there that could use some help, though. That must have been Oneida and her husband, Gian. Yes, yeah, stimmt. Thank you. We'll send help right away. So you're saying you just happened to show up at the right time, huh? Mm-hmm. I suppose. Interesting coincidence. If you're suggesting I had something to do with this attack... Whoa, take it easy. I have to apologize for my big friend Calum here. We're just a little overwhelmed is all. What's been happening here? I guess you missed the endless hordes of bloodthirsty monsters on your way in? Nein, ich hab sie kaputt gemacht. They used to stay in the mountains, away from the village. Now they're attacking us on a daily basis. No one's been hurt yet, at least not until today. If giants are showing up near Oneida's farm, things are far worse than we thought. Speaking of which, where exactly do you come from? There's nothing west of here except crazy old Cora. Verrückten alten Cora. Bei der waren wir auch vorhin. Prospectors! We are prospectors! Ja. We're out on an excavation to find ore deposits in the mountains. You know, gold, silver, manganite? Ja. Prospectors. You're certainly well armed for the job. Ja. Like you said. There are viele monsters out there. Mm-hmm. Well, we're indebted to you either way, so go on through. But I'm watching the two of you. Mach dat. Please, make yourselves at home. My name is Bean. There's not much here, but we do have a merchant if you need supplies. Ja, das ist immer gut. Thank you. Das ist auch so ein Drache mit leuchtenden Augen. Bam. So, Läden aufgefüllt. Wir quatschen trotzdem mit allen, das gibt irgendwie immer Erfahrungspunkte. Nicht gerade wenig. Thanks so much for your help. Please, make yourselves at home. Wird gemacht. How are you two holding up? Don't worry about us. I'm in no rush to take on a giant, but I think we're in the clear. Okay. Zack. 600 Erfahrungspunkte. So, dann reden wir mal noch mit Specknacken. Calum. That's an interesting outfit you're wearing. Oh, you're one to talk. Can your friend even see from under that hat? He can see everything. It's spooky, really. No reason to get defensive. Just trying to help. Okay, wie ihr gehört habt, ist der Part auch schon wieder rum. Will ich dann auch sagen, wir machen direkt hier bei den zwei netten Herren und Mr. Sperkennacken hier Pause. Warte, ein bisschen weiter gehen wir jetzt noch gucken. Mist, jetzt habe ich noch was getriggert. Prospectors, Fidgets, that was the best thing you could come up with. It was the first thing that popped into my head. It's not like you had anything better. Come on, let's get away from these guards. Ja, besser ist das. All right, Tara. Where to now?
You're right where you need to be. The answers to your identity lie somewhere in this village. Mm-hmm. I know this place, and that's for certain. I'm sure I've been here before, but nobody seems to recognize me. And you, in turn, do not recognize them. Yet I feel there is something here that may yet trigger your memory's return. Ich bin gespannt. Maybe we should look around for a bit then? If you really have been here before, maybe somebody will recognize you. That is a good idea, Fidget. Let us meet with the townspeople. I am certain that the next step of your journey will reveal itself in time. Very well. But something here is making me uneasy. Like the calm before a storm. So, was habe ich jetzt davon, dass ich noch ein bisschen weiter gelaufen bin? Okay, dann machen wir jetzt aber Schluss, denn der Part ist rum. Ich hoffe, ihr habt das Spiel inzwischen schon gekauft, ne? Wenn nicht, bin ich sehr, sehr böse auf euch, denn lohnt sich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir werden dann weiter das Dorf Aurora erkunden und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Euer Blaufuchs.